Die letzte Folge vor dem Finale von Dead City Staffel 1. Was hier passiert ist und was in der nächsten Folge im Grande Finale passieren wird. Ja, alles nach dem Intro. Absolut geniale Folge. Natürlich geht es genau dort weiter, wo wir aufgehört haben, am Ende von Folge 4. Denn Maggie und die anderen sind im Untergrund und versuchen da wieder rauszukommen. Und Negan wird weiterhin vom Marshall nach Hause gebracht und weiterhin geführt, gefangen genommen, gehalten. Krasse Folge, muss ich sagen. Eine Sache, die ich tatsächlich nicht verstanden habe, ist diese neue Person, die eingeführt wurde. Die Frau, die ja tatsächlich für den Crowart sowas wie eine Art Chefin zu sein scheint. Er hat sie ja fast schon angebetet. Und ja, ihren Charakter verstehe ich nicht wirklich, denn wir haben nur noch eine Folge vor uns. Und jetzt so einen Charakter einzuführen ohne direkten Hintergrund ist schwierig. Ich meine, sie zielen schon darauf ab, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Deshalb denke ich, dass sie der Villain der nächsten Staffel sein wird und der Crowart aber jetzt in dieser Staffel noch sterben wird. Wir haben nur noch eine Folge vor uns und ja, erstmal vielleicht auch zu der Episode generell an sich. Wir haben unsere beiden anderen Mitglieder, die mit Maggie unterwegs waren, verloren. Beide sind gestorben, unten in der Kanalisation. Und tatsächlich kam dann wirklich dieser Beißer, diese Inkarnation eines Beißers, auf uns zu. Krass. Also ich war erstmal richtig verwirrt, weil ich erst dachte, vielleicht durch diesen Sauerstoffmangel, den Maggie da hat, halluziniert sie nur. Aber Ginny hat es ja auch gesehen anscheinend. Deshalb war das wirklich genau so. Und das war keine Halluzination. Was mich da jetzt irgendwie noch etwas stutzig gemacht hat, war, was ist da genau passiert? Laut dem Trailer von dieser Folge dachte ich eigentlich, dass es eine Art Konstruktion, können wir es nennen, von vielleicht dieser Frau war, weil es gab ja ein paar andere Szenen, bei denen wir verschiedene Konstellationen gesehen haben mit Händen und Armen und Beinen von verschiedenen Beißerkörpern und da wurde viel zusammengeflickt. Es hätte ja sowas in der Art sein können, wie so eine Art Ausstopfung von einem Beißer, dass da einfach rumexperimentiert wurde, aber es schien tatsächlich kein Experiment gewesen zu sein und sie scheint auch gar nicht dafür verantwortlich gewesen zu sein. Es ist, so wie es aussieht, einfach naturgetrieben passiert. Unten haben wir gesehen, dass haufenweise Beißer dabei waren. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen, wie wir auch gesehen haben, an einzelnen Orten noch in Anführungszeichen gelebt haben. Und über so eine lange Zeit vielleicht aufeinander lagen, dass sie teilweise zusammengewachsen sind. Irgendwas in diese Richtung gehen, das sah auf jeden Fall übelst krass aus. Ein Manko daran ist, es sah zu gut aus dafür, dass es einfach nur Natur gegeben ist. Das sah wirklich so aus, als ob jemand da seine Hände mit dem Spiel hatte, wortwörtlich. Deshalb, ich denke nicht, dass es nochmal vorkommen wird, aber an sich war es schon eine sehr, sehr coole Idee. Tatsächlich gibt es ja auch immer noch keine Varianten, die ja davor schon eingeführt worden sind, warum auch immer die hier nicht dabei sind. Aber trotzdem einen neuen Beißer zu sehen, war dann doch schon mal krass. Und außerdem, ich weiß auch nicht, ob das einfach Zufall war oder ob das irgendwie beabsichtigt war, Maggie sah hier von dem Outfit her und vom generellen Aussehen her absolut aus wie eine Claire Redfield in Resident Evil 2. Vor allem dann auch mit der Kanalisation. Es hat absolut gepasst mit der Tasche, mit der Pistole, wie sie da rumlief. Also wirklich krass. Das kann eigentlich kein Zufall gewesen sein. Es gab so viele Parallelen, die über die gesamte Folge verteilt. Das war echt krass. Nächster Punkt, den ich auch sehr, sehr nice fand, war ein kleines Easter Egg, was jedem gleich aufgefallen ist. Don't open that outside. Negan liest diese Art Schild, diese Art Tür, diese verriegelte Tür. Und jedem Fan ist natürlich gleich klar, was das zu bedeuten hat oder worauf es anspielt. Fand ich ziemlich cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Es wurde auch nicht groß beachtet, das war einfach nur so nebenbei kurz zu sehen. Aber fand ich doch ziemlich cool. Also das ist mega. Kann man echt nicht anders sagen. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen Backstory bekommen von Marshall, was da eigentlich genau mit seinem Bruder war und warum er eigentlich so stark dabei ist, diesen Job auszuführen. Und ja, auf jeden Fall haben wir gesehen, Negan ging es auf jeden Fall doch schon irgendwie sehr ans Herz. Generell, also Negan ist einfach absolut geisteskrank geil geschrieben.
Es ist so krass. Ich finde diese Entwicklung jetzt auch in der City so genial. Vor allem wegen diesem Zeitsprung. Das macht dann nochmal ein bisschen mehr Sinn, warum er sich jetzt so entwickelt hat. Wie das passieren konnte über so einen Zeitraum und mit Ginny zusammen. Es ist ziemlich krass. Ginny sucht jetzt in dem Fall Negan, hat jetzt auch am Ende der Folge diese Leuchtpistole abgeschossen. Und Negan hat es gesehen. Natürlich hat aber nicht nur er es gesehen, sondern viele andere auch. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zum Finale. Alle werden wahrscheinlich so in diese Richtung gehen und versuchen, der Person, die da geschossen hat, zuvorzukommen. Und wir haben außerdem einen Punkt gesehen, den ich sehr, 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 sehr spannend finde. Und zwar wurde es über die gesamten Folgen auch schon wieder angeteasert. Maggie und Negan natürlich, die arbeiten zusammen, aber es gibt immer noch Punkte, die kann Maggie einfach nicht vergessen. Und sie hat immer noch einen riesen Hass auf Negan und der wird jetzt überkochen. Wiederholt. Wir haben schon im Trailer gesehen, Negan vs. Maggie wird stattfinden. Es wird auf jeden Fall ein Kampf zwischen den beiden stattfinden. Ich denke tatsächlich, dass Negan Maggie besiegen wird. Und kurz bevor er sie töten könnte, lässt er es dann natürlich. Aber ich denke, so in diese Richtung wird es gehen. Und so ein Kampf muss stattfinden, weil man merkt über die ganzen Folgen, es gibt so viel Anspannung. Es muss in der Art irgendwas stattfinden. Und es ist gut, dass es jetzt im Finale so weit passieren wird. Und ja, wir werden auch wieder Hörscher sehen in der letzten Episode. Wir haben auch hier noch ein paar Rückblicke bekommen von seiner Entführung. Auch, dass der Crowd ihr dann diesen Wanted-Zettel gegeben hat von Negan. Dann wusste sie auch genau Bescheid, was er eigentlich genau will. Und sie wollte eigentlich nie wirklich seine Hilfe, sondern eigentlich nur, dass er mitkommt, dass der Crowd ihn haben kann. Sie möchte einfach nur ihren Sohn wieder haben und daher ist sie auf jeden Fall bereit, Negan einzutauschen. Wir haben jetzt noch eine Folge vor uns heute. Ich bin echt gespannt. Wir wissen auf jeden Fall, das ist natürlich nicht zu 100% bestätigt, aber das wird auf jeden Fall weitergehen. Es wird auf jeden Fall weitere Staffeln geben. Und sie setzen es auf jeden Fall auch schon an, dass es in dem Fall weitergehen kann. Wie gesagt, ich denke, der Crow wird sterben. Ich denke nicht, dass sie noch großartig mit ihm weiterarbeiten werden. Es könnte natürlich auch sein, dass er und die Frau überleben. In der zweiten Staffel ist alles mal ein Stückchen größer wird und der Crow seine, ich sag mal, sein Background noch ein bisschen verarbeiten muss und dann vielleicht nochmal ein, zwei andere Rückblicke kommen werden mit Negan und ihm und ja, auf jeden Fall wird Negan ihn töten, das ist ganz offensichtlich. So viel zu der Folge, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim Finale von Dead City, dann gibt es eine kleine Pause und dann geht's weiter mit dem Daryl Dixon Spin-Off und dann folgen wir natürlich auch direkt mit der letzten Hälfte von Fear the Walking Dead. Ich bin super gehypt. Dieses Jahr geht auf jeden Fall The Walking Dead. Ja, was war eure Meinung zu der Folge? Schreibt es mal in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn das Finale erscheint.